Wir sind das PUFAS Eco-Team, eine studentische Initiative an der TU München, die sich jedes Jahr das Ziel setzt, ein hocheffizientes Fahrzeug zu bauen. In der Saison 2021-2022 haben wir Hoch 22 gebaut. Dieses Fahrzeug seht ihr hier. Für den Betrieb der Elektronik in unserem Fahrzeug verwenden wir verschiedene Spannungslevels. Wir betreiben ein 48 Volt Bordnetz und die meisten unserer Microchips und Sensoren benötigen 12, 5 oder 3 Volt Spannungen. Und hier zwischen den verschiedenen Spannungsbanden verwenden wir Bandleitungskabel. Um effizient fahren zu können, ist unser Fahrzeug sehr hart gefedert. Das bedeutet, dass die Elektronik, zum Beispiel wenn wir über Kopfsteinpflaster fahren, Schwingungen und Stößen ausgesetzt ist, und die Wandlauf- und Tragpower sind für diesen Anwendungsfall sehr gut geeignet, weil sie dafür entsprechend zertifiziert sind. Solche Projekte wären ohne unsere Sponsoren unstemmbar. Deswegen sind wir sehr dankbar, so viele zuverlässige Partner zu haben, die uns mit technischem Know-how, mit Materialien und monetärem Support unterstützen. Gerade in Zeiten, wo wir in der Elektroindustrie die Bauteilknappheit haben, sind wir froh, nicht verlässlichen Partner mit Tragpower zu haben, der uns zusammen machen will.